Die nächste Frage ist auch eine ganz, ganz häufig gestellte Frage, und zwar: Wie kann ich souverän auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit? Gute Frage, und dazu habe ich auch gleich drei Techniken. Bevor ich aber zu den Techniken komme, eine Vorbemerkung. Die Vorbemerkung ist: Egal, was man inhaltlich zu sagen hat, wenn man souverän auftreten will, braucht man auf jeden Fall eine souveräne Körpersprache und eine souveräne Stimme. Das braucht man auf jeden Fall, egal welche Technik man danach einwendet. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, nicht den Blickkontakt abreißen lassen, nicht plötzlich die Hände hinter dem Rücken verstecken, sondern ganz normal auftreten, als wüsste man, worüber man spricht. Das ist also die Vorbemerkung. Die Technik 1 lautet Ablenken. Das machen auch ganz viele Politiker. Ihnen wird beispielsweise eine Frage gestellt: Wie verhält es sich mit XYZ? Was denken Sie darüber? Und der Politiker lenkt ab. Und zwar ganz unauffällig, zum Beispiel mit dem Trick: Ja, viel wichtiger ist doch die Frage, ob ABC. Und dann beantwortet der Politiker die Frage ABC und ist ganz auffällig verschwunden vom Thema XYZ, was ihn der Journalist gefragt hat. Also dieses langsame Abdriften von der ursprünglichen Frage zu dem Bereich, wo man sich auskennt, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ablenktechnik. Technik Nummer 2 heißt Abstrahieren. Abstrahieren bedeutet, wenn man nicht zum konkreten Sachverhalt etwas sagen kann, dann spricht man ganz, ganz abstrakt. Also beispielsweise, wenn ich gefragt werden würde: Sollte man Jura studieren oder sollte man Geschichte studieren oder was würdest du mir empfehlen, was für einen Beruf sollte ich machen? Da würde ich auf jeden Fall, wenn ich mich in dem Bereich nicht auskenne, nicht konkret auf Jura eingehen oder was soll ich studieren, sondern ganz allgemein sprechen: Was ist denn wichtig, wenn man sich für ein Studium entscheidet? Ja, da ist es zum Beispiel wichtig, dass eine Sache einem wirklich Spaß macht. Denn wenn die Sache mir nicht Spaß macht, dann werde ich sie auch nicht intensiv betreiben. Was habe ich gemacht? Ich habe zum Fach Jura gar nichts gesagt, sondern ich habe abstrahiert, ich habe ganz allgemein darüber gesprochen, nach welchem Kriterium sich man das Studium aussuchen soll. Das war also Technik Nummer 2. Technik Nummer 3 ist die Gegenfrage. Das heißt, man könnte entweder eine Gegenfrage stellen, also wenn ich gefragt werde: Ja, was hältst du denn von dem und dem? Einfach die Gegenfrage: Ja, was hältst du denn von dem und dem? Manchmal fällt das gar nicht auf. Wenn das auffällt und wenn der andere merkt, du arbeitest häufig mit Gegenfragen und willst nicht selber zuerst antworten, dann kann man auch eine Abwandlung davon nehmen und fragen: Warum stellst du mir diese Frage? Oder was bezwecken Sie mit Ihrer Frage? Also da frage ich nach der Motivation, und wenn dann der andere mir erklärt, was für eine Motivation er hat, kann ich dadurch ablenken, dass ich noch weiter über seine Motivation spreche und mir während der Zeit dann hoffentlich die passende Antwort eingefallen ist. Also ablenken, abstrahieren und dagegen fragen, das sind auf jeden Fall Dinge, wie man trotzdem selbstbewusst rüberkommt und als wüsste man ganz viele Sachen, obwohl man in Wirklichkeit im Moment der Fragestellung gar keine Ahnung hat. Wie gesagt, bei all den drei Techniken ganz wichtig, dass man immer Blickkontakt hält, eine souveräne Stimme hat, auch mal Pausen macht und mit der Körpersprache keine Zappelbewegung macht, sondern so ganz cool tut, als wüsste man sowieso, was die Antwort wäre.